Mein Name ist Ekaterina Frolova. Ich arbeite bei der Wiener Philharmoniker seit Jahr 2015, bei der ersten Violine. Meine Lieblingssymphonie von Beethoven ist die Eroica-Symphonie, Nummer 3. Die Entstehung dieser Symphonie kommt auf das Jahr 1802. Der Beethoven ist auf Gipfel seiner Karriere. Jeder Musiker in der Stadt kennt ihn. Er ist berühmt, er ist anerkannt, er ist beliebt. In diesem Moment, erschüttert von der Nachricht, dass er nicht mehr hören wird, in dem Sommer 1802 fährt er nach Heiligenstadt und dort allein mit seiner Tragödie, mit der Natur und mit seiner Persönlichkeit kämpft er und erkennt er sein großes Problem. Er schreibt ein Testament aus der heiligen Stadt. In dem Testament steht: Ich bin verzweifelt, ich finde mich nicht mehr. Ich bin beinahe Selbstmord zu machen. Mich hält hier nur Liebe zur Kunst, Liebe zur Musik. In dem Moment schreibt er und beginnt mit den Skizzen für die dritte Symphonie. Die ersten zwei Akkorde von Symphonie beginnen wie zwei Faustschläge. Das ist ein Vorwurf, das ist ein Schrei in dieser stummen Situation. Außergewöhnlich in der Symphonie ist der zweite Satz. Das ist ein Trauermarsch. Wieso kommt dieser Trauermarsch? Was bedeutet das für Beethoven? In dem Moment, für mich persönlich, ein Teil von ihm, die noch gehofft hat, dass er noch hören kann und sein Gehör kommt zu ihm zurück, stirbt. Und das ist ein Trauermarsch an sich selbst. Im dritten Satz, Scherzo, die ursprünglich am Anfang als Skizze Menuett war, dann hat er das anderes überlegt und einen ganz schnellen Satz erfasst mit dem Trio-Thema von drei Horner. Die ist ein Vorwurf. Es ist auch ein Schrei. Das ist etwas, was noch nie war. Der vierte Satz beginnt mit einer stürmischen Passage. Dann ist es Stille und die Streicher beginnen mit Pizzicato. Wenn wir daran denken, dass der Beethoven zu dieser Zeit noch etwas hören könnte, dann verstehen wir, dass jede Kulmination, jeder Fortissimo, das ist genau das, was er noch begreifen kann als Musiker. Aber die restlichen Sachen bleiben für ihn stumm. Für uns Musiker ist sehr wichtig, dass wir nicht nur die Perspektive von der Musik erkennen, sondern auch die Perspektive von einem Mensch, der das gerade geschrieben hat. Die Umstände seines Lebens, seine Gedanken, seine Gefühle. Ich glaube, bis zum heutigen Tag, wir kennen Beethoven nicht wirklich. Es wird noch Zeit dauern, bis wir komplett seine Person erkennen werden.